Dann wechsle ich mal ganz kurz in den Stream. Und damit herzlich willkommen zu Starfield in diesem kleinen, aber feinen Stream, der zwischen den Sternen stattfindet. Bevor ich allerdings anfange, wie immer erstmal danke an meine treuen Seelen, die mich auch diesen Monat wieder finanziell ein bisschen unterstützen. Vielen Dank an meine Silberseelen, Einavi, Ichimino7, Kati Krempel und Legoya. Und ganz besonderen Dank geht an meine Gold- und Platin-Seelen Chaos der Stille, Klingone23, Negi Magister, Puginato und Yuria Mumuto Ino. Ja, und ich hoffe, dass ich es noch schaffe, vor meinem Geburtstag, also nächste Woche Sonntag, die Karten an meine Gold- und Platin-Seelen rauszuschicken. Also wer jetzt noch eine Karte will, der kann noch diese Woche oder nächste Woche noch anfangen zu zappen. So, wir spielen Starfield. Ich habe mir auch schon was überlegt. Also wir spielen, ich habe schon ein bisschen mal reingespielt. Wir starten aber heute eine neue Karriere. Und ich habe mir auch schon einen Charakter überlegt, den wir spielen werden. Wir spielen also einen neuen Spielstand. Hallo Game Anime Love, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Bethesda Game Studios broadly present you. Also stolz sind sie noch nicht ganz drauf, aber Starfield. Das fast beste Spiel des Jahres. Solldatum 7. Mai 2330. Argos Extraction Mining Außenposten. Der Mond von Vexla. Bin gespannt, ob wir Untertitel haben. Siegel ist gut. Ja, Hammer. Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ei. Genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier noch kann ich mich nicht bewegen, nur drehen. Aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu sprengen. Hey, juhu. Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? Ach, guckst du gerade unterwegs irgendwo im Zug oder so? Oder im, oder im Auto? Game Anime Lover? Oder warum bist du gleich in Dortmund? Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ich hoffe, wenn du im Auto unterwegs bist, dass du nicht der Fahrer bist. Leere Versprechungen. So. Kann mich schon bewegen. Lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen. Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme ihr gerne leben. Ah, Zug. Ja, dann ist es so. Aber Respekt, dass du da Internet. Ich hab nur was. Bei mir geht im Zug nie was. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Feld mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So einen Auftrag in den United Colony? Hallo Moonspell, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer. Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Nee, Asher, ich werde an Halloween wahrscheinlich kein Resident Evil 4 Remake zocken. Einfach aus dem Grund, ich habe gar kein Resident Evil 4 Remake.
Und vorher würde ich wahrscheinlich Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake spielen, weil die habe ich. Aber ich werde an Halloween wahrscheinlich gar nicht da sein, weil ich habe ja am Sonntag vorher, also am 29. Geburtstag. Und am 31. ist ja Halloween. Und meine Frau wollte mich, glaube ich, überraschen mit einem kleinen Kurztrip. Das heißt, zu meinem Geburtstag. Wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß nicht. Wie gesagt, das soll eine Überraschung werden. Und dementsprechend bin ich da nicht da. Ja, ich habe gehört, Resident Evil 4 sei sehr gut und ich habe auch richtig Bock drauf, das irgendwann zu spielen. Aber jetzt nicht dieses Jahr. Dieses Jahr wollte ich mal mit ein bisschen Rollenspiel reinsteigen. Privat spiele ich ja jetzt gerade ganz schön viel Honkai Star Rail. Das habe ich ja letzte Woche mit euch angefangen. Ich glaube, ich habe jetzt schon 20 Stunden oder so drin. Bin jetzt irgendwie auf Stufe 24. Also nicht Level 24 für den Charakteren, sondern eben Weltstufe. Und habe gerade vor kurzem mein erstes Update gemacht. Also die PlayStation 5 Version ist richtig gut geworden, finde ich. Und vor allem habe ich es jetzt so eingestellt, dass ich halt auch unterwegs mal mit dem Handy spielen kann. Und ich finde halt, das auf dem Handy viel besser zu spielen als also Honkai Star Rail viel besser zu spielen als Genshin Impact, weil durch das Rundenbasierte kann man halt da viel schöner und viel leichter kontrolliert steuern. Aber Moonspell, dann muss ich dich ja irgendwann mal adden in Star Trail. Star Rail. Star Rail heißt das Spiel, nicht Star Trail. Ich kann jetzt mal, während wir hier gerade ein bisschen auf die Zwischensequenz achten, mal sagen, was für einen Charakter ich spielen will. Ich will einen interstellaren Koch spielen. Man könnte, wenn man wahrscheinlich die Überschrift des Streams anguckt, hätte man wahrscheinlich selbst drauf kommen können. Und zwar gibt es so verschiedene Settings. Meine Idee ist, ich bin ein ehemaliger Sternekoch, der sein eigenes Restaurant hat. Aber um das Restaurant zu finanzieren, also erstmal bin ich geldgeil, um das musste ich aber bei bestimmten eher zwielichtigeren Personen einen Kredit aufnehmen, den ich nicht wirklich zurückzahlen konnte. Deshalb musste ich flüchten und bin dann hier jetzt hier in dieser Bergbaustation gelandet. Aber die Bösewichte, die Mobster, sind immer noch hinter mir her. Und ja. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist alles einfach. So viel zu der Story. Aber zum wie der Charakter aufgebaut ist, das werden wir gleich sehen, sobald ich ein magisches Artefakt gefunden habe. Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Also wenn ich hier bin, geht garantiert was schief. Ich bin zum Schiefgehen geboren. So. Wir werden auch das Tutorial-Level nachher machen, auch wenn ich es schon einmal gemacht habe, aber einfach, damit ihr das auch vollständig gesehen habt. Immer noch komisch, aber das ist gut, oder? Ach, du hast schon einige Charaktere in Honkai? Also Accounts oder Charaktere? Also gezogene. Ja, ich habe hier was Seltsames. Kann ich das jetzt holen? So. Manchmal muss man die Kamera ein bisschen schwierig ausrichten. Ein paar gezogen habe ich auch schon. Leider habe ich nicht diese Feuertante bekommen, die wir letztens im Stream gesehen haben. Die ihren Bumerang da wegwirft. Eine Seele würde ich gerne haben. Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O.
kein körperlicher Schaden. Mental, abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Nö. Klingelt da was? Nö. Kommt dir hier was bekannt vor? So, okay, wir dürfen als erstes unseren Charakter machen. In meinem anderen Durchlauf spiele ich eine Frau, dann werde ich hier einen Mann spielen. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwas Yuppie-mäßiges, so wie der hier. Der sieht doch aus, als könnte der ein Sternekoch sein, oder? Gehen wir mal weiter. Nee. 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 Der sieht aus wie unser Hausmeister. Nee. 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 Die habe ich genommen für meinen anderen Charakter. Eindeutig 17. Also ich weiß nicht, es gab mal eine frühere Serie, die hieß Quincy. Der sieht auch ein bisschen so aus. Also gucken wir auch mal weiter. Aber jetzt momentan, GG-Track sagt, er würde gerne 17 haben. Mal gucken, ob er bei 17 bleibt. Ich hätte ja gerne so ein bisschen italienische Wurzeln. Gucken wir mal weiter. Ich würde den tatsächlich den 17 nehmen und den noch ein bisschen zu so einem Don irgendwas machen. Vor allem ist es toll, wir können nachher können auch sagen, dass wir Eltern haben wollen, wenn die Eltern jünger sind als mein Charakter. Das wäre cool. So. Ja, der sieht so halt gut aus. Gesicht. Okay. Die Hautfarbe lassen wir. Körperform. Nee, das sah eigentlich ganz nicht schlecht aus. Die Haare. Nee, die würden wir auch lassen. Auch lassen. Der Bart. Da würde ich gerne so irgendwie, vielleicht so, oder irgendwas, was mehr so exzentrisch. Ja, wenn ich jetzt... Vielleicht gehe ich doch auf schwarze Haare. Nee, die Haare bleiben grau, aber der Bart, den mache ich schwarz. So. Ah, das hat doch was. Der letzte ist dann Sternekoch für den Weihnachtsmann. So, Augen. Die Augen würde ich lassen. Ja, das eigentlich sieht das so ganz gut aus. So, jetzt kommen wir zu dem Hintergrund. Die Hintergründe sind sowas wie Startklassen. Also nicht wirklich eine Klasse, aber sondern die geben im Prinzip so die ersten Features, die ersten drei Skills, die man bekommen kann, mit denen man startet. Die erweitern sich später im Spiel, deshalb sind die nicht so, kann man da relativ frei wählen. Wie gesagt, ich möchte gerne den Koch nehmen, aber einfach mal, dass ihr das gesehen habt. Wir haben hier den Bestienjäger, der ist besonders fit, kann gut mit einer Knarre umgehen oder einfach mit Schusswaffen, die Patronen haben und ist in Gastronomie ausgebildet. Also schon mal was gar nicht Schlechtes. Dann haben wir den Bildhauer, der ist auf Medizin, Geologie, also was, wenn man Steine abbauen kann und überzeugen, auch nicht schlecht. Cyberrunner, Schleichen, Sicherheit und Dieb. Dateifehler, das ist eine interessante Sache, das ist nicht klar zugeordnet, was man hat. Das ist Wohlbefinden ist einfach, dass man mehr Lebenspunkte hat, Ballistik, wie gesagt, besser schießen und fliegen, da kann man besser mit dem Raumschiff nachher umgehen. Diplomat, das ist tatsächlich die Startfähigkeiten, die ich bei meinem anderen Charakter genommen habe. Sehr gut im Überzeugen, sehr gut über Handeln und Wohlbefinden. Entdecker, stark in Laser, Aerodynamik, Analyse, Frachtflieger, Gewichtheben, wir können also viel Fracht haben, wir können gut fliegen und wir können unsere Fracht mit dem Raumschiff verteidigen, weil wir gut mit ballistischen Waffensystemen des Fliegers rum sind.
Gangster, also der klassische, ja, haut drauf. Da haben wir eine Schrotflinte. Das sind wir besonders gut mit Schrotflinten. Wir können boxen und wir haben die Möglichkeit, jemanden Taschendiebstahl zu begehen. Homesteader ist gut. Also Homesteader sind im Prinzip die Leute, die auf besiedelten Systemen unterwegs sind. Da haben wir Geologie, Analyse und Gewichtheben. Industrieller, also wenn wir ein großer Tycoon werden wollen, überzeugen, Sicherheit und Forschungsmethoden. Koch, das ist tatsächlich das, was wir nehmen wollen. Während die groben Massen Junks verschlingen, also so Fertigessen, hast du den feinen Geschmack bedient. In deiner Küche wurden unzählige fremde Spezies zu kulinarischen Meisterwerken. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Klasse, oder beste Startbedingung, aber sie ist nicht schlecht. Wir haben da Gastronomie, das heißt, wir können kochen. Dann haben wir als Kampfskill einen Nahkampf, wobei tatsächlich die Waffenskills nicht so relevant sind am Anfang. Und wir haben Plündern. Das heißt, wir kriegen gleich aus wir kriegen aus Truhen und so weiter mehr raus. Den werden wir auch nehmen, aber ich gehe nochmal schnell die anderen Sachen durch. Kopfgeldjäger, wir sind besonders gut im Fliegen, Zielflugsystem und Boostpack-Training. Also später kann man Boostpacks haben, die kann man auch erst benutzen, wenn man dieses Boostpack-Training benutzt. Dann haben wir Kybernetik, Kybernetiker, also Medizin. Kybernetiker sind im Prinzip die Leute, die Roboterarme und so weiter an jemanden anbringen können. Deshalb Medizin, Sicherheit und natürlich muss man dann auch haargenau schneiden können, deshalb sind wir da gut mit dem Laser. Ein Pilger ist gut im Plündern, Analysieren und Gastronomie. Also der ist im Prinzip ähnlich, also eigentlich ist der Pilger dem Koch überlegen, weil Analyse ist ein sehr mächtiges Tool im späteren Verlauf. Dann könnten wir auch Professor werden, da sind wir gut in Astrodynamik, Astrodynamik, doch genau, Geologie und Forschungsmethoden. Oder wir sind ein Ronin, da sind wir gut im Nahkampf, gut im Schleichen, gut im Plündern. Sanitäter, Pistolenzertifikate, Medizin und Wohlbefinden, Schurke, Pistolenzertifikat, Fliegen und Überzeugen. Da wären wir so eine Art Han Solo Prinzip, Soldat, Fitness, Ballistik und Booster-Pack-Training. Wir könnten aber auch ein knallharter Türsteher sein, der vom Bergheim in Berlin steht. Da sind wir immer gut im Boxen, in Sicherheit und Fitness. Oder wir sind ein Xenobiologe, der sich eben auch außerirdisches Leben spezialisiert hat. Da sind wir gut mit Lasern, Analyse und Fitness. Und das war's. Das sind so die Startkombinationen, die man nehmen kann. Ich will aber den Koch nehmen. Wie gesagt, der Start, das ist eigentlich nur für den Anfang, um den Anfang sich ein bisschen leichter zu machen. Theoretisch ist es möglich, weil es gibt keine Levelbeschränkungen in Starfield, alle Skills zu lernen. Und es gibt dann eben andere Skills, die nachher darauf aufbauen. Und ich nehme halt jetzt gerne den Koch, weil ich halt wirklich so eine Art Rollenspiel für mich habe. Gamer Anime Lover, der Koch, Dieb ist auch. Warte, wo gab es denn einen Dieb? Einen Dieb gibt es ja gar nicht als solches, sondern es gibt halt den Gangster. Aber also wo ich den nachher aufbauen will, ist, dass ich Gastronomie habe. Das ist ein guter Einstieg, um in die Forschung zu gehen. Das Plündern hilft mir gleich am Anfang. Und was ich mir dann als ersten Skill holen will, ist tatsächlich, dass ich Sachen nachher günstiger verkaufen kann. Das wäre dann der Skill Handeln. Das wäre der erste, wo ich dann nachher tatsächlich Skillpunkte reinsetzen will. Nehmen wir das Kochen. Wie gesagt, der Hintergrund ist eher ein bisschen Flavor und ist eigentlich nur für die ersten paar Level relevant. Aber was richtig über das ganze Spiel hinweg relevant sind die sogenannten Merkmale. Weil Merkmale, ich kann bis zu 3 Merkmale ziehen, die haben alle einen Vorteil oder einen Nachteil. Und die sind tatsächlich so stark, dass die wirklich Auswirkungen auf das Spiel haben. Also wir haben hier zum Beispiel Alien-DNA, das heißt, ich kann, ich habe eine erhöhte Gesundheit und habe mehr Sauerstoff, was mir auf anderen Planeten viel bringt. Allerdings dafür funktionieren Heil-Items weniger gut. Es gibt immer, wie gesagt, Vorteile und Nachteile. Ich habe mir auch schon ein paar überlegt, die ich machen will. Genau, also Game Anime Lover sagt gerade, Gangster klingt für ihn interessant von den Skills, aber die Skills, die im Prinzip, ich zeige das nachher, die sind pyramidisch aufgebaut. Diese Hintergründe haben immer nur die Startskills und die kriegt man relativ schnell. Also ich könnte im Prinzip in 3 Leveln könnte ich genau die gleichen Skills haben, die auch eine der anderen Klassen hat. Deshalb, das ist wirklich eher für mich ein bisschen Flavor. Die Hintergründe, da kann man im Prinzip wählen, was man will.
während halt die Merkmale wirklich sehr starke Auswirkungen haben, die sich eben auch im Spiel nicht mehr, man kann keine weiteren Merkmale bekommen, man kann maximal 3 Merkmale haben und Merkmale haben Vorteil und Nachteile. Also zum Beispiel Arbeitgeber hier heißt, ich habe eine besonders effektive Crew, aber es kostet mich mehr, die anzuheuern, die Crewmitglieder. Aufgeklärt erzogen ist, es gibt 3 Religionsrichtungen, könnte man sagen, und aufgeklärt ist eine. Das heißt, ich krieg im Prinzip in einem bestimmten Tempel kriege ich dafür Gegenstände und dafür einen anderen nicht. Empath heißt, du hast ein Gespür für die Gefühle anderer Personen. Das heißt, wenn ich kann später Crewmitglieder oder Begleitung mitnehmen und wenn denen das gefällt, was ich mache, dann steigt besonders stark deren Zuneigung zu mir. Allerdings auch umgekehrt, wenn ich was mache, was denen nicht gefällt, sinkt es umso stärker. Extrovertiert heißt im Prinzip, wenn ich jemanden dabei habe, dann habe ich mehr Sauerstoff. Und wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich weniger Sauerstoff. Es gibt dann das Gleiche nochmal mit introvertiert, also was genau das Gegenteil ist, kann ich aber nicht, ich kann nicht unbedingt immer, manche Merkmale tun sich gegenseitig ausschließen. Also ich kann nicht extrovertiert und gleichzeitig introvertiert sein, das geht einfach nicht. Ich kann entweder oder sein. Und das ist eben sowas wie hier eben das aufgeklärt erzogen, ich kann immer nur einer Religion angehören, ich kann entweder extrovertiert oder introvertiert sein. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Freestar-Kollektivsiedler. Es gibt dann 4 verschiedene Fraktionen oder Hauptfraktionen, wozu zum Beispiel das Freestar-Kollektiv gehört. Das heißt, ich innerhalb des Freestar-Kollektivs habe ich zusätzliche Dialogoptionen. Ich bekomme bessere Belohnungen, wenn ich Missionen für das Freestar-Kollektiv mache. Auf der anderen Seite sind die anderen Fraktionen mir dann eher nicht so gut gesonnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders gerne Sachen im Freestar-Kollektiv machen würde, würde ich das machen. Gesucht, das ist eine der ersten Sachen, die ich nehmen will für mein Roleplaying. Nämlich gesucht, es hat sich herumgesprochen, dass auf deinen Kopf ein Preis ausgesetzt ist. Und zwar in meinem Fall von der Mafia, sage ich zumindest. Gelegentlich werden bewaffnete Söldner auftauchen und versuchen, dich umzubringen. Aber in die Ecke getrieben, läufst du zu Hochtouren auf. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, verursachst du zusätzlichen Schaden. Also, der Nachteil ist, ich werde immer wieder zufällig als Random Encounter von bewaffneten Söldnern angegriffen. Was ja in dem Fall auch das ist, was ich ja sagen will. Ich werde ja im Weltall gesucht von der Mafia, denen ich damals das Geld abgenommen habe. Aber wenn ich weniger Gesundheit habe, mache ich zusätzlichen Schaden, was auch nicht schlecht ist. So, das ist der erste Problem. Dann Heldenverehrung ist eine ganz nette Sache. Das ist eine Anspielung auf Elder Scrolls Oblivion. In Elder Scrolls Oblivion gab es einen NPC, der einem immer gefolgt ist, den sogenannten Superfan. Und den gibt es hier, also einen nachgebauten Charakter auch. Den kriegt man nur, wenn man Heldenverehrung macht. Und der labert einen die ganze Zeit voll. Der gibt einen Komplimente und sonst was. Aber den kann man eben dann kostenlos in die Crew einladen und er gibt ab sehr oft Geschenke. Finde ich eine coole Sache, habe ich bei meinem anderen Charakter drin, genau wie gesucht, aber werde ich jetzt hier für den Charakter nicht machen. Dann haben wir in der UC geboren, also der United Collective oder United Cosmos, ich weiß nicht genau, was für das UC steht, United Colonies. Das ist im Prinzip eine andere Fraktion, die sich gegenüber dem Freestar-Kollektiv, also wie das Freestar-Kollektiv, das heißt also, ich könnte entweder Freestar-Kollektiv oder UC geboren haben. Dann haben wir introvertiert, im Prinzip das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe, zu extrovertiert. Wir werden heute Kinderkram nehmen, das passt mich wunderbar zu dem alten Knacker, nämlich es gibt die Möglichkeit, im Universum Eltern zu haben, wenn wir Kinderkram nehmen. Das heißt, deine Eltern geht es gut, du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Es gibt also dann die Möglichkeit, tatsächlich in unser Elternhaus zu gehen. Allerdings, der Nachteil ist, dafür werden immer 2% meiner gesamten Credits, die ich habe, am Ende jeder Woche nach Hause geschickt zu meinen Eltern. Der Vorteil dafür ist, ich kann meine Eltern besuchen und ab und zu geben meine Eltern mir auch ein kleines Geschenk. Nehmen wir mit.
Neonstraßenratte ist wieder eine Fraktion. Also Neon City ist wieder eine eigene Fraktion. Schließt sich dann halt wieder aus mit Freestar, Kollektivsiedler und in der UC geboren. Schlangenumarmung ist wieder eine Religion. Die schließt sich dann wieder aus mit aufgeklärt erzogen. Terra-Firma, das ist, dass ich halt, dass ich eher auf Planeten zu Hause bin und dafür im Weltraum schlechter. Traumhaus ist die letzte Sache, die ich nehmen will. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der Galbank 125.000 Credits und die müssen wöchentlich gezahlt werden. So, ich will dieses Traumhaus. Ich bin geldgeil. Das heißt also, mein Ziel ist, weil ich muss einerseits meine Familie unterstützen, also ich habe immer schon weniger, und ich muss mein Haus behalten, ansonsten fänden sie das Haus. Und das war auch der Grund, warum ich damals mich mit der Mafia eingelassen habe. Aber wir gehen noch ganz kurz weiter. Universell erzogen ist wieder eine Religion und Weltraum heißt im Prinzip, ich habe Vorteile, wenn ich im All unterwegs bin, dafür auf Planeten Nachteil. So, also das ist wie gesagt mein Hintergrund. Ich bin Koch, der von der Mafia gesucht worden ist, besitze aber eine liebende Familie und habe ein Traumhaus, was mich finanziell irgendwann ruinieren wird. Deshalb, alles was ich mache, ist versuchen, so viel Geld wie möglich zu bekommen. Deshalb habe ich ja auch das, genau, das ist noch die letzte Sache. Ich kann mein Gender oder mein Pronomen ändern, also er, ihn, sie, ihr, they, them. Ich bleibe bei er, ihn und jetzt noch hier den Spielernamen, Charakter benennen. Den nennen wir, jetzt mal ganz kurz Vorschläge für den Charakternamen. Den dürft ihr jetzt mal in den Chat reinmachen, während ich noch kurz was trinke. Also wenn ihr einen coolen Namen habt für mich, dann schreibt ihn doch unten in die Kommentare rein und den nehmen wir dann. Also vielleicht den ersten oder zweiten Vorschlag. Steph kommt von Gamer Anime Lover. Das klingt doch mal gar nicht schlecht. Du bist Steph. Steph, genau, und dann machen wir weiter. Steph the Chef. Genau. Steph the Chef. Passt ja auch, wir sind ja Koch. Und bestätigen. Vom Herd in den Stollen. Die Crew hat eine Wette laufen, mit welchem Restaurantkritiker du es dir verscherzt hast, um hier zu landen. Es war die Mafia. Hey, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Also, es war unglaublich. Wie ein Traum. Oder irgendwie so. Also, dadurch, dass ich jetzt die... ihr habt jetzt schon gerade gesehen. Dadurch, dass ich jetzt die... den Hintergrund Koch gewählt habe. Das kann sein, dass das ab und zu vielleicht mal reinkommt. Also wenn ich zum Beispiel mit Köchen rede, kann es sein, okay, du bist ein Koch, du hast Hintergrundwissen. Oder wäre jetzt eben das hier, diese Anspielung, welcher Kritiker hat da, also Entschuldigung, es gab so Licht und Musik. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Können wir hier was mitnehmen? Spritze. Ach komm, immer mit. Momentan ist es übrigens so, auch wenn hier Gegenstände sind, die vielleicht teuer aussehen, wir kriegen nur ein Achtel, wenn wir die Sachen verkaufen. Deshalb ist es wichtig, dass wir relativ bald diesen Handelskill verkaufen oder so bekommen, weil dadurch steigern wir den Profit ein bisschen. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es auch. Game Anime Lover hat schon 8500 Seelen. Ja, aber komm schon. Na, mal gucken, ob du vielleicht noch die voll kriegst, nächste Woche habe ich vor meine... Oh ja, das nehmen wir mit. Guck, 655, das nehmen wir mal mit. Das wird auch keiner vermissen.
Das ist viel wert. Gucken wir nochmal das hier an. Ich will nur meine Schicht überstehen. Ja, das ist schwer und das brauchen wir nicht. Den Laser können wir noch mitnehmen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Ja, das ist nichts wert. Kästchen mit Erde. Mhm. Also für die Platin-Seele, ja, okay. Weil tatsächlich gucke ich, dass ich vor meinem Geburtstag noch die Karten wegschicke für... Jetzt müssen wir erstmal ins Menü reingehen. Dann zur Ausrüstung, ins Inventar. Dann müssen wir unseren Helm anziehen, weil sonst können wir da draußen nicht wirklich arbeiten. So. Oder atmen, bitte. Können übrigens auch mit irgendeiner Taste können wir uns unsere Außenansicht angucken. Ja, Freiheit! Das hier wird irgendwann mein eigenes kleines Schiffchen. So, wir nehmen die schon mal mit. Brauchen wir nachher. Die ersten Schritte. First Contact sozusagen. Hallo Barrett. Ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasaal war ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden. Ja? Genau hier, der Neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie immer doch. Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasaal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Könnte man so sagen. Also ich habe schon Schlimmeres geraucht, aber... Ha, gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier, ne? Game Anime Lover, herzlichen Glückwunsch zur gesunden Beziehung. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? So. Wir holen die Pistole raus. Weil mit dem Cutter können wir nicht viel machen. Wir sehen, der Cutter hat 4 Schaden Energie und der hat 5 physische 10. Wir holen die Pistole. Und es ist egal, wir haben momentan keinen Vorteil irgendwie mit irgendeiner Waffe. Außer vielleicht ein Dolch. Wie in den Notfallübungen. Los, los! Das ist so, Rowdy. Ihr schafft das. Okay. In Deckung bleiben. In Deckung. Ja, vielleicht gehe ich doch mal in die Ego-Perspektive. Also, den ersten haben wir durch. So, noch. Da ist noch einer. Und...
Und... Ah ne, das war kein Sprengfass. Raus. So, das war der letzte. Und jetzt heißt es natürlich looten. Weil das ist das Schönste, was wir können. Dann nehmen wir das mit und die Waffe. So. Waffen kann man nachher gut verkaufen, deshalb nehmen wir die mit. Ah, der Typ hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Die Crimson Fleet hat uns echt angegriffen. Bände, Rüstungsäxte. Hast du gesehen, wie Lin einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Ah, da ist noch jemand, den wir looten können. So, okay. Wunderbar. Gucken wir nur, dass wir auch nicht überlastet sind. Inventar. Wir tragen gerade 64 Kilo mit uns rum und können 135 Kilo tragen. Das ist gut. Gucken wir gerade, ob wir was Besseres dabei haben. Der Eon-Waffe-Pistole macht 10 Schaden. Die Maelstrom macht nur 4 Schaden. Dafür hat er aber eine Feuerrate von 150. Während die feuert dreimal so schnell. Jetzt müssen wir überlegen, 3 mal 4 sind 12. Die macht also mehr Schaden. Dann hätten wir hier die Axt. Die würde ich vielleicht auch nehmen. Die mache ich mal zu meinen Favoriten hin. Die hat mich den Vorteil... wenn wir zum Beispiel im Stealth sind und damit angreifen, haben wir natürlich, machen wir ein bisschen zusätzlichen Schaden. Die hier setzen wir auch in die Favoriten rein, und zwar hier rüber. Und die Pistole setzen wir aber auch rein, einfach wenn uns Munition ausgehen sollte. Dann gucken wir uns die Anzüge an. Haben wir da jetzt einen besseren Anzug? Der Piratenanzug ist besser geschützt gegen Energie, aber dafür schlechter gegen physisch. Und ich glaube, am Anfang werde ich vor allem von Pistolen angegriffen. Dann bleiben wir bei der Tiefminenanzug. Rucksack habe ich nur einen. Also seltsamerweise ist der Rucksack, also da kommt das Atemsystem rein, auch Rüstung gleichzeitig. Helm. Da haben wir den Piratenhelm. Aber auch hier gilt das Gleiche. Gegen physische Sachen besser. Dann haben wir hier Klamotten. Kleidung Operator. Luftbasiert. Das wäre eher so, was uns besser gefällt. Ich glaube, da nehme ich den Operator. Also ein bisschen Vorteil bei irgendwelchen Sachen hat es schon, aber genau sagen, was da jetzt der ultimative Vorteil ist, kann ich noch nicht sagen. So. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Muss mal ganz kurz überlegen, wie ich die Waffe wieder wegstecke. Nicht so. Okay, wir werden es wahrscheinlich lernen. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Warte mal. Ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Ich will mich eigentlich nur vor der Mafia verstecken. Hey, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber wir wissen nicht genau, was das Artefakt mit deinem Kopf angestellt hat. Und da kann quasi nur die Constellation helfen. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Ja. Wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke. Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lin. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Aber. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Ja, aber werde ich denn wenigstens jetzt bezahlt für meinen ersten Arbeitstag? Vergiss nicht. Und die Mine?
Braucht ihr mich nicht? Vor allem, ich brauche das Geld der Mine. Nachdem wir angegriffen wurden, wir müssen packen und weiterziehen. Argos kommt den Rest holen. Geh schon. Vergiss es, nicht mein Job. Kapierst du das nicht? Du hast hier keinen Job mehr. Du bist jetzt bei diesen Erkundern, wohl oder übel. Geh. Erster Tag und ich werde gleich gefeuert. Finde raus, was passiert. Na toll. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Naja, immerhin, zu meinem allerersten Arbeitstag kriege ich gleich eine Uhr. Das ist doch schon mal toll. Andere müssen 50 Jahre dafür arbeiten. Sieh dir das an. Allerdings durften die 50 Jahre bearbeiten. Ich werde gleich am ersten Tag wieder entlassen. Warum? Du gibst mir dein Schiff. Wer seid ihr? Was genau haben wir hier ausgegraben? Genau. Warum war eigentlich die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Und warum schickst du mich? Sollte nicht eigentlich du gehen? Komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Gut, wo ist der Knopf für die Bezahlung? Okay, vielleicht kann ich das Schiff als Bezahlung annehmen. Du gibst mir dein Schiff? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ah, natürlich. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Das heißt, okay, andere Frage. Wer seid ihr, was ist die Constellation und wie gut ist die Bezahlung? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Okay, aber der Punkt Finanzierung? Hä? Ich meine, ich bin immerhin schon. Ich habe da immerhin schon mal eine Dienstleistung für euch gemacht. Ich habe da was ausgegraben. Okay, was genau habe ich da eigentlich ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. 1 Million Credit! Da kommen wir doch, da kommen wir ins Gespräch. Genau das ist das, was wir brauchen. 1 Million Credit! Achso. Die kriege ich nicht. Okay. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören! Gehst du dann mal? Hier bringst du uns nichts. Ja, ich bin anscheinend doch weiterhin auf meine treuen Seelen angewiesen. Weil es ist zwar 1 Million Euro Credits-Frage, aber die kriege ich nicht beantwortet. Aber ich könnte jetzt erstmal nochmal hier theoretisch den Planeten hier erkunden, aber das machen wir aber anders mal. Wir können jederzeit wieder zurückkommen, wenn wir wollen. So, da können wir erstmal ein Erste-Hilfe-Pack mitnehmen. Das ist immer gut. Da können wir Pharma-Kit, AMP mitnehmen. Ich weiß nicht genau, was ein AMP ist, aber das können wir mal ganz kurz nachschauen. Hier Inventar unter den Hilfen. Ein AMP. Eine auf Steroide basierte leistungssteigernde Substanz, die vorübergehend die Beinstärke erhöht. Bewegungstempo und Sprunghöhe wird damit erhöht. Aha. Okay, sehr praktisch. Ja, ja, also sie sind, Moonspell hat recht, die sind alle hier sehr nett im Spiel, aber die Finanzierung, die Geldmittel sind doch sehr eingeschränkt momentan. Immerhin darf ich das Raumschiff benutzen. Was haben wir denn hier drin? Eine Tür. Sie können ein Schiff eher Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ja, ja, jetzt... zu fahren.
falls es irgendwelche Probleme gibt. Kein Problem, ich schließe mich einfach hier auf dem Klo ein. Oh. Jetzt bräuchte ich... Das sah gerade richtig gut aus. Okay, wie lange warten wir? Wir warten mal. Ne, wir warten hier nicht. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Im Klo raus? Ich werde wir müssten irgendwo auch ein Bett haben. Weil wenn wir im Bett schlafen, kriegen wir einen Erfahrungsbonus. Für einige Stunden. So, da gibt es was zum Essen. Mir jetzt auch erstmal hier wieder zurechtfinden. Die Navigationskontrolle. Aha, Vectra. Sind wir gerade? Das ist der Planet, wo wir sind. Depola. So viele Systeme hier. Alle. Immer kleine Systeme hier. So. Da haben wir eine Küche. Ein Rahmen-Esspaket, das nehmen wir mal mit. Da haben wir hier unser Bett. Da können wir jetzt mal eine Runde schlafen. 66 Stunden. Achso, 24 lokale Stunden. Ich schlafe mal vielleicht nur 8 lokale Stunden. Bin gespannt, ob ich jetzt meinen Erfahrungsbonus habe. Genau, du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Das heißt, ich habe einen Erfahrungsbonus. Dann haben wir hier die Forschungsstation. Und in der Forschungsstation können wir Forschungen machen, mit denen wir jetzt zum Beispiel mit Gastronomie anfangen können. Schließe in Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken. Um ein Forschungsprojekt heranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich um Planeten, extrahierte Rohmaterialien handeln, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen und Pflanzen oder um andere industrielle Wertbank hergestellte Komponenten. Okay. So. Aktuell keine Forschungsvorhaben, da bauen wir mal hier. Was können wir da? Benötigt keine Skills, das ist ja super. Erdzeitige Küche. Getränkeentwicklung, Cocktails. Wir forschen hier rein. Haben aber noch nichts, was wir erforschen können. Aber wir können dem Projekt folgen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs Brot finden, das Zeug heißt dann nicht Brot, sondern es hat irgendeinen Namen, dann können wir das... wird das uns mit dieser kleinen Lupe sichtbar gemacht. Und das gleiche machen wir auch mit den anderen Forschungssachen. Leistungsboost. Leistungsboost sind relativ gut. Die würden wir uns auch erforschen. Weil Leistungsboost können uns zum Beispiel auch wieder bei der Produktion helfen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben hier eine Brotscheibe liegen. Ein angebissenes Sandwich, aber ein angebissenes Sandwich besteht nur zum Teil aus Brot. Da wird es hier nicht als Brot angezeigt. Wäre das Schokohäppchen, ist auch eine. Nein. Behälter mit Müsli, auch nicht. Schlagschrauber, nein. Okay, da haben wir nichts. Wir gehen aber jetzt mal weiter. Wir haben hier die Skills. Und ich habe ja schon gesagt, die Skills werden basieren auf in verschiedenen Hierarchien. Was wir im Prinzip in der vorigen Runde gemacht haben, als wir den Charakter erstellt haben, konnten wir, haben die verschiedenen Klassen oder Hintergründe ja Skills gehabt, verschiedene, die eben hier aus dieser ersten Ebene gekommen sind. Also die kamen gar nicht aus der oberen Ebene. Und dann ist es eben so, um jetzt... ein Skill aus der unteren Ebene zu bekommen, hier, müssen wir mindestens 4 Skillpunkte in dieser Ebene haben. Wir haben da jetzt schon 2, also in Gastronomie und Plündern. Das heißt, um jetzt zum Beispiel Einschüchtern zu bekommen, müssten wir noch mindestens 2 weitere machen. Was sich gut läuft, weil wir wollen, ich hole mir dann noch Handel am Anfang und überzeugen. Die einzelnen Skills wiederum haben dann wieder Unterstufen. Also wir gehen mal in Gastronomie rein. Da sehen wir Rang 1, du kannst Nahrung und Getränke der Güteklasse Spezialität herstellen und ein Forschungslabor zusätzliche Rezepte erforschen. Dann gibt es Stufe 2, du kannst Nahrung und Getränke und Güterklassen Gourmet erforschen und so weiter und so fort. Dafür müssen wir aber Skillpunkte reinmachen.
Außerdem ist es so, dass der Skill nicht automatisch aktiv ist. Also wir haben jetzt noch keine Verbesserung durch Rang 1, dass wir Güteklasse Spezialität herstellen können, sondern die bekommen wir erst, wenn wir die Herausforderung geschafft haben, die zu jedem Skill gehört. Also im Rang 1 müssten wir, damit das funktioniert, stelle 5 Nahrungs- oder Getränke-Items her. In Rang 2 ist, schließe die vorherigen Rangherausforderungen ab, um diesen Rang freizuschalten. Also wir müssen erst das hier machen und dann kriegen wir die nächste Herausforderung. Als Vergleich dazu gehen wir auf Plündern. Bei Plündern ist es, wir müssen 25 Behälter plündern. Wir haben jetzt schon 3 Behälter geplündert. Und wenn wir dann die 25 voll haben, dann wird erst der Skill aktiv und dann bekommen wir zusätzliche Credits, können zusätzliche Credits gefunden werden in Containern. So. Das gleiche ist dann zum Beispiel bei Überzeugen. Wir müssen, damit wir den Überzeugungsskill nutzen können und bessere Überzeugungschancen haben, müssen wir erstmal andere Leute überzeugen. Da, Chunks Apfel. Nehmen wir mal mit, das ist Nahrung. Wenn wir wenig Lebenspunkte haben, ist das gut. So, wir können jetzt mal hier in den Pilotensitz reinsitzen. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Gut, dann heben wir mal ab. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch schon zum ersten Missionsziel direkt losfliegen. Aber ich würde mit euch das Tutorial machen, weil das ist auch sehr schön gemacht. Man sieht dann schon mal am Anfang, was auch im späteren Spielverlauf auf einen zukommt. Und ich sehe gerade, Moonspell hat einen Clip gemacht, wo ich noch kurz aufs Klo gegangen bin. So, wir geben mal Gas. Nachdem wir im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Wähle mit links, rechts ein Schiffssystem, mit hoch, runter weist du ihm Energie zu. Also, wir sind da auf der... warte, ich muss da ganz kurz mal mit der Kamera zur Seite gehen. So, hier links seht ihr die Schiffssysteme, wo ich durchgehen kann. Das ist so ein bisschen wie früher in Wing Commander oder X-Wing. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen Sie uns den Antrieb an. Der erste Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. So, wir können die beschleunigen, indem wir nach vorne oder zurück gehen. Jetzt sind wir relativ langsam. Wir haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Also er redet jetzt hier gerade davon. Wir sehen hier diese weiße Färbung. Wenn wir in dem Bereich sind, haben wir die optimale zwischen Geschwindigkeit und Wendigkeit. Erhalten. So, wenn wir jetzt den Stick reindrücken, geben wir einen Boost. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Die schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Schilde werden auf der rechten Seite angezeigt. Wenn wir gar keine Schilde haben, sagt er Vorsicht, Schilde offline und jetzt können wir da Schilde hochfahren. So. Grundlegendes Fliegen haben wir gelernt. Wir haben 3 Angriffswaffen mit dem. Wir haben Laser. Recht ordentlich. Wir haben Ballistik und Raketen. Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und das ist seine Waffen ein. So. Dann ist das im Prinzip so ein bisschen wie X-Wing. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv.
ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Genau, die Schiffe haben ein bisschen Loot, das können wir hier aufdrücken. Mal allerdings ganz nah ranfliegen. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff. Okay, vielleicht kann man es noch nicht machen, weil es noch gleich weitergeht. Das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut. Jetzt erklärt das. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. So. Okay, das haben wir eingesammelt. Und jetzt geht's weiter. Eigentlich sollte jetzt gleich noch ein weiteres... Ah, ja. Wir können auch von außen zugucken, wie wir kämpfen. Der ist erledigt. Hat man vielleicht ein bisschen mehr Übersicht. Erst die Schilder mit dem Laser runter und dann mit dem Ballistikgewehr. Ja, wir fliegen da auch gleich hin, aber vorher will ich den Loot noch einsammeln. Da kommen wir hin. Ja, noch ein klein bisschen. Okay, das haben wir eingesammelt. So, dann wir wollen nicht zu dem Mond, da kommen wir her, sondern wir wollen jetzt zur Sternkarte. Das war falscher Knopf. Ja, klarer Schritt zur Mission. Du kannst bestimmen, welchen... nein, das ist die Hauptmission. Wir wollen jetzt aber erstmal die DLC machen. So. Können wir direkt zu den Raumschifftrümmern fliegen. Hier ist die geheime Basis, wo wir hinwollen. Den müssen wir jetzt scannen oder raussuchen, bis wir hier den Landepunkt haben. Und dann können wir hier hin. Zurück zur Galaxie. Haben wir den markiert und wenn wir den markiert haben, dann können wir den auch den Punkt irgendwie finden. Ich zieh mal hier ein bisschen die Ballistik runter, damit wir schneller fliegen können. Wer braucht schon Laser? Wir können natürlich auch einfach das Ziel anwählen und dann einfach X drücken.
und die Schnellreise benutzen. Geht natürlich auch. Ansonsten werden wir wahrscheinlich noch der Rest des Streams beschäftigt, um dahin zu kommen. So, jetzt müssen wir... Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. So, Sternkarte. Die Planetenansicht der Sternkarte erhält Informationen über die Umgebung. Lässt sich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Scannen können wir mit RB. Da sehen wir die Ressourcen. Da gibt es zum Beispiel Eisen. Unten gibt es Argon viel. Und die kann man dann halt dann sammeln. Und im Prinzip, wenn man verschiedene Ressourcen und so weiter gefunden hat, alle Informationen über den Planeten gefunden hat, kann man die nachher verkaufen, die Scans. Aber jetzt werden wir erstmal lernen, wie man scannen kann. Momentan kann man noch nicht zu viel scannen. Das geht erst nach Freischaltung des Tutorials, also nach Beendigung der ersten Mission. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. So, dann verlassen wir das Schiff. Und unser erstes außerirdisches Leben. Yay! Kill it with fire. So. Genau, töte es, bevor es Eier legt. Immerhin kriege ich dafür einen Erfahrungspunkt. Und noch ein Erfahrungspunkt. Genau, jetzt können wir ganz kurz mal in die Skills reingucken. Wir haben ja noch den Skill Nahkampf. Und dafür muss ich 20 Gegner mit der Nahkampfwaffe töten, dass wir eben 25% mehr Schaden machen und ich weniger Schaden erleide, wenn ich die Nahkampfwaffe führe. Das ist der Vorteil. Und die kleinen Viecher sind ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, um ein bisschen Skillpunkte zu sammeln. Oder Kills. Es gibt übrigens zwei Angriffsarten. Also ich kann, wenn ich die Taste benutze, mit der man normalerweise zielt, blocke ich. Mit einem normalen Angriff mache ich so einen Angriff. Und es gibt dann noch den schweren Angriff, den ich mit dem rechten Stick mache. Der funktioniert dann auch zum Beispiel Nahkampfangriff, den ich machen kann, wenn ich eine Fernkampfwaffe habe. Deshalb lohnt sich das zum Beispiel trotzdem auch, wenn ich in den Nahkampf verwickelt werde mit der Fernkampfwaffe, diesen Skill hoch zu haben. Weil manchmal kommen die Leute auf mich zugestürmt und dann muss ich mich mit einer Fernkampfwaffe verteidigen. Da waren es schon drei. Allerdings mit der Axt zur Schießerei zu kommen, ist trotzdem nicht so clever. Aber naja. So, da haben wir die Forschungslabor gefunden. Dafür kriegen wir gleich 22 Erfahrungspunkte. Und wenn der Balken voll ist, dann gibt's ein Level-Up. Eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratenflugs, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Wir gucken gerade, ob wir hier irgendwelche Container plündern können, ob es hier was gibt.
Band, das brauchen wir nicht. Nein. Schließlich brauchen wir das, reaktives Messgerät. 25, das kostet. Das taugt nichts. So teuer. Das ist auch 90. Weil, wie gesagt, wir kriegen ja nur ein Achtel, das heißt, wir kriegen gerade mal etwas über 10 Credits dafür. Lohnt sich also nicht. Aber wir gucken trotzdem, ob wir Kisten finden oder irgendwo aus was plündern können. Weil aus Kisten kriegen wir, wir brauchen ja Kisten oder Container. Wobei, da muss man sagen, Leichen sind theoretisch auch Container. Seltsamerweise. Probe mit medizinischen Studien. So. Mit RB kann ich den Scanner berühren. Du kannst Kreaturen, Mineralien, Pflanzen, was auch immer, mit jedem Objekt gescannt werden, wachsen. Da. Genau. Wir können hier scannen. Ich hätte es auch schon vorher machen können, hier diese Pflanzen scannen. Allerdings funktioniert das, wie gesagt, jetzt noch nicht. Aber mit dem Scanner kann ich eben auch Items hervorheben, wie die hier auf dem Boden liegen. Um zu sehen, was kann ich eigentlich benutzen, was kann ich nicht benutzen. Was ist lootbar? Wasserwaage. Da haben wir zum Beispiel einen Container, Lagerkiste. Und damit müssten wir jetzt wieder, wenn wir jetzt in die Skills reingehen, wieder ein bisschen mehr bei Plündern haben. Da haben wir jetzt 4 Container geplündert. Nachteil ist, wir können nicht kämpfen, wenn wir in der Scanner-Übersicht sind. Aber der Scanner zeigt uns zum Beispiel auch den direkten Weg zum ausgewählten Missionsziel. Das ist auch nicht schlecht. So. Erste-Hilfe-Packs sind, glaube ich, die werden, glaube ich, nicht als bin ich jetzt nicht sicher, ob die als Container gezählt werden. Wir schauen noch mal ganz kurz. Doch, auch Erste-Hilfe-Packs werden, Erste-Hilfe-Container werden als Container gewertet. Ist gut. Wir gehen in den Schleichmodus. Nicht, dass wir besonders gut schleichen können momentan, aber es sollte reichen fürs Tutorial. Wir gucken aber. Spiel Solar Frontiers 140 ist noch nicht so viel wert, aber wir nehmen das mal mit. Ja, Game Anime-Hilfe, es ist wirklich kalt geworden in den letzten Tagen, aber es geht. Noch. Wird garantiert doch kälter. Ah, da haben wir was. Und Antipersonenkanone. Das ist auch nicht schlecht. Ist auf alle Fälle was wert. Die können wir dann auch wieder verkaufen. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Wie lange musst du denn auf den Bus warten, Game Anime Lover? Ich hoffe, der kommt bald. Nicht, dass du mir erfrierst. So, da hinten ist noch ein Container, den nehmen wir mit. Ich glaube zumindest ein Container. Nee, das ist ein Ventilator. Sah aber aus wie ein Container. Git. Was auch immer du warst, jetzt bist du tot. Toxin. Häufig organische. Nee, braucht man nicht. Ich brauche man später mal, wenn wir forschen. Red Harvest Weiß. Ah ja, Red Harvest Weiß brauchen wir für das Kochrezept. Das haben wir gesehen, da war gerade ein kleines Lupensymbol dran. Das war jetzt für irgendeiner der Kochzutaten, die wir gesammelt haben. Oder Forschungsprojekte. Oh, 10 bis 25 Minuten, dann erfrier mir bitte nicht. Ich brauche doch jeden Zuschauer, den ich habe. Ah, das nehmen wir mit. Das ist was wert. Also eigentlich brauche erst so ab 200 Credits lohnt sich momentan was mitzunehmen. Auf der anderen Seite, also gibt es auch immer wieder die Sache, wie ist das Gewicht zu wert, aber
Breadstick, den nehmen wir mit. Da haben wir 197 Credits bekommen. Die sind immer gut. Hier die Tresorteile auch. Niedriche. Mal, ob es sonst noch was gibt. Die Station hat auch eine ganz interessante Story. Es geht im Prinzip darum, dass sie hier, also die ganze Story von der Station bekommt man im Rahmen der Computer mit, die man hacken kann. Da ich mir jetzt aber nicht so viel Zeit habe, sondern euch ein bisschen was zeige und die nicht durchlesen will, verrate ich euch einfach mal hier die Hintergrundstory. Und zwar geht es darum, dass wir hier eine Station haben, die im feindlichen Raum sind. Also das ist eine Station der UC, wie man gehört hat, aber die sind im Freestar-Kollektiv und erforschen xenobiologische, also außerirdische Tiere, die als Waffe genutzt werden sollen. Und es war kurz davor, dieses Lager hier stand schon kurz davor, dieses Projekt hier einzustellen, bis man dann halt irgendein besonderes Tier gefunden hat, was man super als Waffe benutzen kann. Und zwischendrin gab es mal immer wieder ein paar Verluste. So, das ist so ungefähr die Story. Und dann haben sich hier halt diese Crimson Fleet, das sind eben Weltraumpiraten, denen man sich auch anschließen kann, haben sich hier breit gemacht. So, da ist nichts, was wir nicht mitnehmen. Muss immer auch mal gucken, wie wir von der Überlastung her sind. Dass wir dazu neigen nachher. Weil das hatte ich bei meinem ersten Durchgang, da habe ich hier so viel gelootet, dann war ich so überladen, dass ich nachher nicht mehr die Schnellreise nutzen konnte. Klingt ein bisschen wie One Piece im Weltraum. Ja. Ja. Bisschen. One Piece ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich bin gerade wieder total im One Piece-Fieber. Ich habe auch ein bisschen jetzt angefangen, das letzte One Piece-Videospiel zu spielen. Dieses JRPG. War richtig cool. Also ich habe es nicht tief gespielt. Aber ich gucke gerade wieder die Animes an. Bin da irgendwo gerade kurz vor Folge 300. Und auch ein bisschen gucke ich gerade die Realverfilmung an. Da bin ich noch nicht so weit. Da bin ich, glaube ich, bei Folge 3 oder 4. Weil eigentlich meine Frau die auch mit mir gucken wollte. Aber wir hängen da gerade ein bisschen. Ah ja, das hier ist zum Beispiel Battle Meal. Das Essen 350. Das nehmen wir mit. Das lohnt sich. Hier haben wir nochmal zwei Container. Und wir hören schon die ersten. Ersten Bösewichte. Deshalb auch eine Empfehlung, wenn ihr spielt, immer die Untertitel einfügen, weil vielleicht hört man sie nicht richtig, aber man kann sie zumindest lesen. Essen nehme ich aber auch immer mit. Feuerkiste. Und nochmal Dietriche. Behälter, da brauchen wir nichts. Tablet. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wenn ihr zum Beispiel hier in der Mikrowelle was drin ist, wie ich eine Mikrowelle öffne, das habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist der Kameramodus. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich aus einer Mikrowelle Essen raushole. Ja, also ich, das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir extrem gut. Wie gesagt, ich habe nur noch nicht geschafft, die anzuschauen, weil ich die eigentlich mit meiner Frau zusammen, die guckt eigentlich gar keine Animes, aber hat jetzt auch schon so viel Positives davon gehört, dass sie die jetzt eben auch angucken wollte. Ah, Game Anime Lover will gerade googeln, wie ich Mikrowellen öffnen kann. Das ist gut. Vielleicht geht es auch gar nicht, vielleicht ist es auch nur einfach Dekoration.
So, wir schleichen uns an den Großen daran. Oh, da draußen ist was. Nein, hier ist nichts. Nur ein großer, kleiner Roboter. Also Nahkampfwaffen haben doch auch ihre Effektivität. Da hätte ich jetzt ein bisschen draufschießen müssen, bis ich die so umniete. Genau, die Einblendung, die jetzt da oben kommt, ist gerade, wenn ich bestimmte Aktionen mache, wie zum Beispiel meinen starken Angriff hier, dann verbrauche ich zusätzlichen Sauerstoff, was dann wiederum, also hier an der linken Seite angezeigt wird. Ihr habt es gerade, Entschuldigung, hier an der linken Seite. Bei mir ist links immer rechts. Und wenn ich halt keinen Sauerstoff mehr habe, dann verbrauche ich sehr viel. Dann verbrauche ich Lebenspunkte. Oder Gesundheit. Genauso auch zum Beispiel Springen in bestimmten, unter bestimmten Bedingungen. Wenn ich zum Beispiel überladen bin, kann. Oder da reicht schon manchmal das Laufen. Das nehmen wir wieder mit. Das ist über 200 wert gewesen. Wir brauchen, wie gesagt, das Geld, um unser Haus nicht zu verpfänden. Die wollen ja meine Hypothek. Buggyman in der Realfilm fand ich richtig gut. Ich fand nur ein bisschen die Animation, ein bisschen, wie er dann so, also der Clown sich dann aufgespalten hat. Das fand ich ein bisschen komisch. Also ich glaube, ich bin sogar schon weiter dann. Ich glaube, dann bin ich bei Folge 4 oder 5. So, da ist auch nichts von Wert. Ja, wahrscheinlich ist es eher Dekoration. Das war wahrscheinlich gar kein Item, weil sonst müsste ich das eigentlich anklicken können. Aber, ah ne, das ist wieder ein Ventilator. Aber ein Ventilator, der einiges. Ein stilisierter Schreibtischventilator. 195. Ganz knapp an den 200, aber den nehme ich mal trotzdem mal mit. Für den Skill nachher verkaufen muss ich eh 25 oder verschiedene Gegenstände verkaufen. Dann ist es am Anfang gar nicht schlecht, wenn ich verschiedene dabei habe. Nächste Ziel. Gibt dann auch übrigens, wir reisen verschiedene Planeten und die einzelnen Planeten haben auch unterschiedliche Schwerkräfte. Das heißt, auf einem Planeten, wo mit einer niedrigen Schwerkraft, bin ich halt auch noch nicht so schnell außer Atem wie auf einem Planeten mit hoher Schwerkraft. Hier. Nein, das ist nichts wert. Aber ein Tresor. Da kommen wir gleich zum ersten Mal. Können wir Tresor oder Dietrich anwenden. Ist auch gut, dass hier gerade ein Dietrich liegt. Können wir das gleich mal probieren. Safe. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in eine Lücke passt und lass ihn einrasten. Also, wir haben hier, wir sehen auf der rechten Seite oben, ja, also da, wo Digi-Dietrich steht, die Profile, die wir haben. Da können wir durchswitchen. Und wir müssen jetzt eben gucken, dass wir möglichst den Dietrich in diese Form hier reinkriegen. Also, der würde hier zum Beispiel passen, aber der hier eben, der würde hier reinpassen. Der würde hier reinpassen. Und zum Beispiel der hier würde hier reinpassen. In diese Form. Jetzt ist aber so, in die untere Ebene zum Beispiel würde der nicht unbedingt vielleicht reinpassen. Wir können es gerade mal so. Hat auch wieder hier reinpassen. Und wir müssen halt alle Ebenen nach unten öffnen können. Deshalb, ich versuche jetzt erstmal den hier. Ich würde immer. Das ist auch ein einfaches Rätsel, deshalb passen die überall rein. Wir haben jetzt den geöffnet.
Aber zum Beispiel in das hier passen die drei gar nicht mehr rein, weil der nur zwei Öffnungsschlitze hat. Und da passt zum Beispiel nur der hier noch rein. So, der dritte. Und der letzte. Den kriegen wir zum Beispiel jetzt nicht geöffnet. Das ist blöd. Können wir zweimal zurückgehen? Wir wählen den jetzt aus. Aber der funktioniert auch nicht. Können wir wieder zurückgehen. Und scheitern sozusagen an dem ersten Schloss. Ah ne. Jetzt hier haben wir den richtigen. Und kriegen das erste. Und was kriegen wir? Wir kriegen Herz Plus, verbessert Widerstandsfähigkeit und Schmerztoleranz. Medipack, Standardkit zur Regeneration und schwerelose Draht. So. 5 Erfahrungspunkte. Und gleichzeitig gilt das auch wiederum als ein Behälter. Das nehmen wir noch mit. Das wiegt nicht viel. Und wir gucken gerade bei Plündern sind wir jetzt bei der Hälfte. 14 Behälter haben wir. Das ist ein Outfit, Laborkleidung. Nehmen wir mal mit. Waffen und Ausrüstung lassen sich immer sehr gut verkaufen. Outfit. Oder relativ. So, habe ich das hier schon mitgenommen? Nein. Genau, da haben wir jetzt zum Beispiel einen Laptop, den wir uns angucken könnten. Und da können wir dann halt die verschiedensten kleineren Sachen durchnehmen. Kandidat Nummer 1. Wir haben heute unseren ersten extraterrestrischen Kandidaten erhalten und so weiter. Also ich habe euch ja im Prinzip schon gesagt, was sozusagen die Story von dem Gebiet hier ist. Munition immer mitnehmen, auch wenn die nicht so viel wert ist, aber Munition hat kein Gewicht. Deshalb lohnt sich das immer schon, das mitzunehmen. Und neben der Tatsache, dass Munition, manche Munition relativ teuer verkauft werden kann, hat Munition natürlich auch noch den Vorteil, ohne Gewicht können sie auch gleich in irgendwelche Waffen reinladen. Weil wir vielleicht die Waffe noch gar nicht haben. So, aber ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr in dem Bereich. Das, ja, den Ventilator nehmen wir noch mit. Müssen einmal ganz kurz gucken, nicht, dass wir überladen sind. 106 von 135. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Eventuell muss ich dann ein bisschen was aussortieren, was nicht so viel wert ist. Ob hier jemand ist? Also wie gesagt, das ist auch einer meiner größten Schwächen, dass ich gerne viel loote und das hat mich schon ein paar Mal reingeritten, auch in verschiedenen anderen Spielen. Aber Waffen nehmen wir trotzdem mit. Verbände. Hier. Das ist wieder viel wert. Also wir sehen wieder, da ist theoretisch was drin, aber wir kommen halt nicht ran. Weil wir nicht gelernt haben, wie wir eine Mikrowelle öffnen können. Und das als Koch. Aber vielleicht ist es auch richtig so. Als Koch sollten wir eigentlich uns nicht auf die Ebene einer Mikrowelle herunterlassen. So, da ist noch was in den Schränken drin. Spinnen können wir öffnen. Junk Schoko nehmen wir noch mit. Essen ist immer gut. So, wir gehen wahrscheinlich gleich in den nächsten Kampf. Dann würde ich einmal was essen. Essen hat auch immer den Vorteil, dass da meistens oder oft ein Bonus dabei ist. Wie zum Beispiel hier bei den
Boom Pop Black Licorice. Regeneriert 3 Gesundheit, aber ich kriege dafür 10% O2-Regeneration für 3 Minuten. Hier Hühnchen, ne. Und deshalb ist zum Beispiel auch praktisch, wenn man kocht, kriegt man nachher halt gutes Essen, was viele Boni hat. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, da kann ich eigentlich noch ein bisschen mehr essen. Dadurch wieder ein bisschen Platz schaffen. Rahmen, das essen wir nicht. Das brauchen wir für ein Forschungsprojekt. Forschungsprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten. Das ist auch gut, wenn wir nachher was machen wollen. Tragkapazität für 8 Minuten erhöht. Verbände, Zitrone. Ja, okay. Können wir noch was mitnehmen? Bald haben wir unsere Container voll. Da ist auch noch was. Jetzt sind wir bei 19. Das wird auch immer ein bisschen zwischendrin eingeplant, wenn wir so bestimmte Meilensteine bei unseren Skills haben. Das nehmen wir mit. Der ist wieder was wert. Mal für die überraschen können. Feind in unmittelbarer Nähe erfasst. So, den haben wir. Das ist nicht. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Die im Nahkampf zu erwischen. Deshalb werden wir jetzt mal. So. Bald haben wir den ersten Skillpunkt Level. Und da haben wir den ersten Level voll. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. Da gab es 510 Credits. Der Feind hat unser Blickfeld verlassen. Sind noch Gegner da, aber wir gucken trotzdem mal, ob wir hier irgendwas Schönes finden. Planetensystem noch mit. Ja, ja. Der größte Feind bin ja immer noch ich mir selbst gegenüber. Ja, das nehmen wir mal mit. 1200. Ihr seht, Waffen sind sehr wertvoll. Ah, der hat aber nichts mehr dabei. Der Wissenschaftler auch nicht. Ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht? Ja, da hat er recht. Im Kampf ist das menschliche Sterberisiko stark erhöht. Da ist was dran. Das ist eine Logik, der man nicht. Da ist noch ein Waffenkoffer. Unser Tod scheint für Sie höhere Priorität zu haben als Ihr Überleben. So. Haben wir noch irgendwo. Da können wir noch was. Okay, da geht's weiter. Ich wähle wieder meine Handwaffe aus. Ob ich mich anschleichen kann. So. So, wir haben einen neuen Skillpunkt, den werden wir auch gleich reinsetzen. Wie gesagt, ich kann jetzt einfach mal zeigen, wir können jetzt hier im Plündern reingehen und den nächsten Rang machen. Aber den könnte ich jetzt noch gar nicht freischalten, weil ich ja noch gar nicht Rang 1 freigeschaltet habe. Stattdessen werden wir hier auf Handeln gehen. Und den entsperren. Da kann ich jetzt 5% günstiger einkaufen und 10% teurer verkaufen.
Allerdings muss ich dafür erstmal 25 verschiedene einzigartige Gegenstände verkaufen. Also 25 Gegenstände, die ich bis jetzt unterschiedliche Gegenstände. Dann wird er freigeschaltet. Das heißt nicht 25, wenn ich 25 mal die gleiche Waffe bringen würde, würde es mir nichts bringen. Sondern ich müsste dann auch nachher gucken, dass ich möglichst unterschiedliche Sachen am Anfang verkaufe, damit ich möglichst viel davon habe. Dass dann ab dem 25. Gegenstand sozusagen ein kleiner Bonus rauskommt. Muss irgendwo hier hinten sein. Ah, da. Credits müssten wir aber auch bald, den Skill für die Credits-Punkte, für das Plündern müssten wir auch bald voll haben. Wenn nicht sogar schon voll haben. 88%. Das heißt, wir brauchen noch 3. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Credits. Und eben am Anfang geht es mir halt darum, erstmal alles zu erhöhen, wodurch wir mehr Geld bekommen. Weil ich will ja mein Haus nicht verlieren. So. Aluminium. Ah, da ist was, was wir für ein Projekt brauchen. Hier kommt keiner durch, das wollen wir doch mal sehen. So, wir haben auch gerade schon die Hälfte der Nahkampfkills durchgebracht. Ah ne, er ist auf der Ebene. Ha! Wie gesagt, Nahkampfkills sind nicht wirklich effektiv, aber sie machen manchmal sehr viel Spaß. So. Hier Container, die wir plündern können. Oh, Molekularextraktor. Ein paar Dinge zurückzulassen. Okay, das bedeutet, ich bin wahrscheinlich schon überladen, wenn der das sagt. Ja, dann müssten wir mal ganz kurz gucken. Beziehungsweise ich kann auch in die Gesundheit erstmal ein bisschen aus der Gesundheit holen und hoffen, dass wir damit ein bisschen Gewicht tun. Ja. Fast 10 zu schwer. Milch, Medipack. Sind die Medipacks natürlich nicht schwer, aber helfen trotzdem ein bisschen. Würzige Würmer. Lecker, lecker, lecker. Dein größter Feind ist das Plündern. Es geht immer was mit dir. Ja. So, dann jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir sagen müssen, wovon können wir uns verabschieden? Ein Cutter, ja, den brauchen wir halt. Der Cutter ist tatsächlich relativ wichtig, um damit später rohe Ressourcen zu sammeln. Die Waffe hier kostet 2408, die will ich behalten. Der Crandall, davon haben wir 3, ist aber auch sehr wertvoll. Der Maelstrom, da haben wir sogar 4 davon, 6 davon, ist aber auch sehr wertvoll. Die Rettungsaxt, 1900. Ich würde vielleicht von den Rettungsäxten ein paar wegwerfen. So, ich brauche nur die eine Rettungsaxt, die ich da habe. Aber das ist schon ein halbes Vermögen, was ich da an Waffen habe.
Dann Tiefenanzug. Der Raumanzug der Piraten kostet halt allein 6.000. Und ich krieg davon dann 8. Also knapp, na nicht mal 1.000, aber schon ein bisschen was. Da würde ich eher hier... das sind aber auch noch was. Nicht ausrüstbare Splendgranaten. Es gibt dann hier noch das Sonstige. Das ist im Prinzip einfach Schrott. Der Bolzenschneider, den brauche ich zum Beispiel nicht. Habe ich irgendwie aufgegabelt. Der ist relativ schwer, der brauche ich nicht. Die Dietriche, die brauche ich. Geodeskulpturen, 600, die will ich behalten. Die will ich auch behalten. Die Hydraulikklammer kann weg. Das kann ich... Behalte ich. Spritze habe ich einfach nur als Beispiel mitgenommen, aber die wiegt auch kaum was. Ich kann die jetzt sortieren, mal nach Werten. Das heißt, wir haben jetzt oben das Wertvollste und nach unten geht es, wird es schwerer. Das Artefakt kostet nichts, ist aber story-relevant, deshalb kann ich das nicht wegschmeißen. Ich kann es aber auch nach Gewicht sortieren. Da sehen wir den Piratenanzug, der wiegt halt sehr viel, aber ist halt auch sau viel wert. Tunnel Mining, den brauche ich momentan. Cutter. Hier, das würde ich zum Beispiel rauswerfen. Er kostet zwar, oder das Mikroskop würde ich vielleicht rauswerfen. Da die Schwerelosdraht, den werfe ich raus. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir wieder ein bisschen, wir sind nicht mehr ganz so überladen. Ich habe ein bisschen was hier abgelegt. Okay. Gucken wir mal, was es hier drin gibt. Können wir wieder einen Raum entsperren. Okay, das war nicht so gut. Den kriegen wir so auf. Und last but not least, so. Hier. Schreibtischschale. Na. Müssen wir uns jetzt ein bisschen zurückhalten, was wir aufsammeln. Ich meine, das ist so eine Kästchen mit Erde. Das sieht schon verdammt verlockend aus, aber es kostet halt viel Platz. So, wir gucken aber, was wir hier nehmen. Ah! Wieder ein Credit Stick. Ah, schon wieder die Kamera ausgewählt. So, mal gucken, wie viel da drauf ist. 196 wieder Credits hinzugefügt. Dann gucken wir mal. Ich habe keine Dietriche mehr. Nein! Hier irgendwo Dietriche? Dietrich, wo bist du? Nein. Okay. Ich habe jetzt hier den Raum geknackt, nur damit ich den Tresor hier nicht knacken kann. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch mal. Wir nehmen nur die. So. Extraktor.
Wasserwaage brauchen wir nicht. Da haben wir noch mal ein paar Credits. Hier irgendwo ein Dietrich zum Mitnehmen. Was haben wir hier? Bier, Trinkpack. Wo sind die ganzen Dietriche, wenn man sie mal braucht? Ah, vielleicht haben wir Glück in der Lagerkiste. Kriegen wir einen? Ach nee, aber wir haben den Skill jetzt freigeschaltet. Den haben wir jetzt. Und jetzt finden wir tatsächlich, der ist jetzt aktiv. Und wir finden jetzt mehr zusätzliche Credits. Wenn wir jetzt den nächsten freischalten würden, was wir noch nicht können, weil wir keinen Skillpunkt haben, aber wir könnten jetzt den nächsten, dann würden wir zusätzlich auch noch Munition finden. Also eine höhere Chance, Munition zu bekommen. Munition ist mir jetzt tatsächlich nicht so wichtig wie Credits. Wobei man, wie gesagt, Munition später dann verkaufen könnte auch. Aber ein Dietrich wäre jetzt echt toll. Okay, wir gehen in die nächste Stufe. Oder auf die nächste Ebene. Ja, war schon jemand? Ah, ein Dietrich. Super, danke. Ich bin dann schon mal wieder nach unten. Kann den Dietrich benutzen. Dietrich. Jetzt, wo war jetzt nochmal der Tresor? Der war da hinten in der Ecke. So. Dann hoffe ich, dass hier in dem Tresor was Gescheites drin ist. Okay. Das war blöd. Okay. Ja, den kriege ich nicht geknackt. So, und ich habe keine Dietriche mehr. Verdammt. Ich will doch nur. Also, ich weiß nicht, ob ich den heute noch geknackt kriege, wahrscheinlich nicht, weil ich keinen Dietrich mehr finde, aber... Ah, aber da ist nochmal ein Credit. Dick. 68. Von so vielen Gegenständen leiden. Ja, kann ich auch nicht aufsperren. Blöd. Ich bin wieder leicht überlastet. Wir sortieren noch mal nach Wert. Und werfen die Sachen raus, die am wenigsten dann erstmal dich hier ablegen. Dich ablegen, dich ablegen. So, 127. Okay. Dann halt kein Solarteil. Wer nicht will, der hat schon. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen,
sofern sie Digi-Dietriche bei sich haben und es mit persönlichem Besitz nicht so eng ist. Gott sei Dank ist für das Tutorial hier ein Digi-Dietrich vorhanden. Wir sind tot. Wir sind alle tot. Die Kommstation. Willkommen zurück, Gamer Anime Love. Der Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorf irgendwo brüllen und Leute, die schreien. Noch ganz kurz aber. Okay. Okay, den können wir da reinschließen. Anschließen. Oder den nirgends oder also werden wir den mal hier. Nein. Nein. Ach Mann. Ich könnte den hier verwenden. Geschafft. GG Tracks, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja am Donnerstag wieder. Würde mich freuen. Da spielen wir auf alle Fälle dann Starfield weiter. Vielleicht werde ich heute nur so das Tutorial abschließen mit euch. Ja, doch schon bis. Sogar schon sehr spät. Gucken. Da hat mich das Plündern doch zu verleitet. Aber wir sind, glaube ich, eh gleich fertig. Der Tutorial. Ist das schon gar nicht schlecht, wenn wir ab nächster Woche dann länger streamen. Aber nicht so oft, aber dann halt versinke ich nicht so ins Looten. Also wahrscheinlich würde ich dann genauso viel looten, aber... wieder überladen. Nee, bin noch nicht überladen. Okay. Haben wir auch alles mitgenommen? Ja. Dann. Was? Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Wir haben jetzt hier Möglichkeiten, ich bin von der Constellation, die Angriffe auf das Schiff müssen aufhören. Lügen, genau, ich habe Barrett getötet, sag also deinen Piratenfreunden, sie sollen Leine ziehen. Angreifen, genug geredet. Was habt ihr? Ich kann hier nachher gucken, dass ich die überreden kann vielleicht. Oh nein, vielleicht hat dir das dein Kollege Barrett nicht gesagt, aber es kursieren ein paar Gerüchte um das Schiff. Dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Und sie wird uns gehören. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. So, jetzt können wir überzeugen. Auf mein Schiff gibt es keinen Schatz. Verschwinde, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreich Entscheidungen treffen. Dabei kannst du auf Schmeicheleien, Ablenkung oder sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher
scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du beim Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen, scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Okay. Ihr irrt euch, die Constellation ist ein Deckertrupp. Das ist kein die sind keine Schatzjäger. Also wenn du da ein Schiff tauschen willst, nur zu. Die Frontier gibt eh bald den Geist auf. So. Darauf falle ich nicht rein. Das Schiff ist voll und wir wollen es. Gut, ihr irrt euch, die Constellation ist eine Deckertruppe, das sind keine Schatzjäger. Spar dir das. Ich weiß, dass das Schiff voller Beute ist. Denk einen Moment mal an alles, was du schon verloren hast. Du willst doch nicht noch mehr verlieren. Auf dem Schiff gibt's nichts zu holen. Ihr jagt einen Wunschvorstellung nach. Na, wir holen uns, was auf dem Schiff ist. Ich bin wirklich nicht gut. Ich habe genug gehört. Tötet sie! So, wir holen uns jetzt. Oh, da kommt Verstärkung. Was wenig gesund hat. Ah, okay. So, der ist auch hinüber. Was haben wir denn hier? Credits. Durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation 3. Oh. Schießen auf mich. Ja, ich sehe die kaum. Ich muss wieder Sachen loswerden. Das kriegen wir wieder was Sonstiges los. Dann wird gehen wieder nach einem Wert. Ablegen. Okay. Ich glaube, ich wähle mal die andere die Pistole aus. Er hat nicht ganz so starken Rückstoß. Bisco, warum bist du da runtergesprungen? Egal. Bisco. Schon wisst ihr, was er macht. Okay. Noch den da unten. Steckt sich gerade hinter dem. Hopp. Okay, die Schwerkraft hier oben ist ein bisschen niedrig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht darunter falle. Ah. Okay. Dann. Oben ist noch einer. Gewalt verringert die Lebenserwartung deutlich. Was man übrigens auch machen konnte, das konnte ich mit meinen Diplomaten. Da habe ich die überredet, mich gehen zu lassen, und dann habe ich sie erschossen. Ist keine gangbare Option mehr. Okay, gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt, was sich noch lohnt, mitgenommen zu werden. Nee. An der Stelle. Gut, wir können übrigens jederzeit uns zu Zielen wie den hier da oben teleportieren lassen.
Ausgesetzt wirst du nicht überladen. Captain, um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen. Also, ihr habt ihn gehört. Das können wir direkt über die Mission machen. Was festlegen. Centauri. Und Sprung. Und da sind wir auch schon. Vor Alpha Centauri. Raumschiff Frontier, hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Ja, das ist der Nachteil, wenn man jetzt irgendwelche illegalen Sachen dabei hätte. Abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. So, dann müssten wir jetzt erstmal scannen. Ziviler Außenposten. Wir wollen aber hier zu... Ne, zur Fracking Station wollen wir auch nicht. New Atlantis wollen wir. Eine Ladezeit, das ist, da sieht man halt, dass die Xbox Series X eine andere Festplattenstruktur noch hat als die PlayStation. Die ist bei solchen Sachen ein bisschen schneller. Auch wenn man den direkten Vergleich nicht machen kann bei Starfield, weil es ja keine PlayStation-Variante vom Montan gibt. So, wir steigen aus. Und wir sind hier in New Atlantis und werden uns den Ort dann nächste Woche angucken. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Okay, ich will gerne mein Schiff sehen. Okay. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Dann gucken wir gerade, ob wir hier noch Fracht verkaufen können. So, verkaufen, genau. Da gehen wir erstmal auf Waffen. Wir brauchen nur einen Cutter. Wir brauchen nur drei Eon. Aber wir sehen eben, die, während wir für die Waffen vorher 10.000, über 1.000 gezahlt haben, kriegen wir jetzt nur ein paar hundert. Also sogar noch 10%. Ich mache aber hier nur einen. Kaufe ich jetzt erstmal. Weil wir ja einfach verschiedene Gegenstände verkaufen müssen, um dann nachher 10% mehr Sachen zu bekommen. Ich will erstmal die billigen Sachen wegkriegen. Einen. So, jetzt haben wir schon 7 unterschiedliche Sachen verkauft. 25 muss ich verkaufen, damit das... damit ich den Skill freischalte. Da sind wir bei 13, die Hälfte haben wir also schon. Munition kann man noch ein bisschen was kaufen. Erstmal ein. Das dauert ein bisschen. Ich will ja wirklich nur einen davon verkaufen. Aber ich habe immerhin schon 10.000 Credits. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Für den Anfang. Also für den ersten Arbeitstag sozusagen. Ich
Ich will ja nicht alles verkaufen, ich will ja nur einen davon. Vielleicht brauche ich die ja irgendwann nochmal. So, gleich geht's runter. Bisschen umständlich. Na komm. Geht schneller. So, noch 6 Items. Kriegen wir das noch hin? 4. Ein Medipack. Milch. Drei. Komm, kaufen wir das. Und geschafft. Und jetzt können wir alles ein bisschen besser verkaufen. So, das war doch das Ziel, was wir heute machen wollten. Und gucken ganz kurz, haben wir jetzt, wie wir mit den Skills stehen. Wir haben noch nichts gekocht, deshalb ist da noch nichts da. Handel ist okay. Plündern haben wir geschafft. Und der Nahkampf ist, da fehlen noch 7 Nahkampfkills. Aber das wär's. Der nächste Skill, den wir uns dann holen, wäre... gucken wir mal, handeln. Du verkaufst 10% billiger und verkaufst 15% billiger. Also ich würde versuchen, so schnell wie möglich die Sachen hier hoch zu skillen, weil die tatsächlich am Anfang den meisten Mehrwert bieten, wenn ich Sachen verkaufe. Bei Plündern ist im Prinzip für im ersten Punkt der Rang 1 gut. Später kriegen wir dann halt noch zusätzliche Hilfsmaterialien, die man dann auch gut verkaufen kann, aber tatsächlich reicht bei Plündern hier der Rang 1 erstmal. Das andere ist sozusagen Bonus. Wo ich noch reingehen will, ist vielleicht in Überzeugen. Das kann uns am Anfang auch helfen. Ansonsten ist hier jetzt nicht so viel. Was die Waffen angeht, das kann vorteilhaft sein. Allerdings lohnt sich das erst, wenn man auch weiß, in welche Richtung man die Waffen skillen will. Ansonsten tut man Sachen reinmachen. Ganz guter Skill ist das Analyse, weil das tut den Scanner verbessern. Und wenn ich einen ganzen Planeten gescannt habe, kann ich das teuer verkaufen. Allerdings erst ab einer Stelle weiter später im Spiel. Deshalb brauche ich das noch nicht 100%ig am Anfang. Und Flugzeug, ja, kann auch sagen, dass man zum Beispiel Kampfskills macht, dann da lootet. Das kann auch vorteilhaft sein. So, das war's allerdings dann tatsächlich für heute. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Und werden dann hier New Atlantis uns ein bisschen anschauen. Und tatsächlich dann der Constellation beitreten. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und danke an meine treuen Seelen. Vielen Dank einer wie Ichimi07, Kati Krempel und Negeoja, die meine Silberseelen sind. Und ganz besonderen Dank geht natürlich an meine Gold- und Platinseelen. Chaos der Stille, Klingone23, Negi Magister, Puginator und Yuria, Murumutu Ino. Vielen Dank euch und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.